wussten, dass es kein einfaches Spiel wird. Natürlich hat uns die rote Karte in der ersten Halbzeit auch überhaupt nicht in die Karten gespielt. Es war ein schweres Spiel für uns in der ersten Halbzeit, sind nicht gut reingekommen. Dann in der zweiten Halbzeit ging es darum, Zweikämpfe anzunehmen und wirklich sich in alles reinzuschmeißen. Das haben wir gut gemacht. Und umso glücklicher bin ich natürlich dann auch, dass es bei der Ecke dann zu meinem Tor kam und wir den einen Punkt sichern konnten. Boah, ich muss sagen, so nach der roten Karte haben wir uns echt mal ein bisschen schwierig da. Damit haben wir weniger in der ersten Halbzeit. Die erste Halbzeit war nicht gut von uns. Wir sind in den Zweikämpfe gekommen, haben uns nicht gescheit gewehrt, aber dann zweite Halbzeit mit ein bisschen Systemumstellung haben wir dann Mann auf Mann gut dagegen gehalten, defensiv gut gestanden und haben uns in der Halbzeit davor genommen, dass wir einzelne Nadelstiche nach vorne machen, dass wir vielleicht nur ein Tor machen oder zwei. Und es hat dann zum Glück mit dem Debütanten, mit dem Tim Kloss, auch noch funktioniert, dass wir dann nur das 1-1 machen. Dann hätten wir fast das zweite gemacht. Wow, brutale Stimmung im Stadion dann. Das war richtig geil auf alle Fälle. Ich muss sagen, dass wir in der ersten Halbzeit nicht zufrieden waren. Wir sind nicht so gut ins Spiel gekommen. Man muss sagen, dass wir Saarbrücken stark gemacht haben durch einfache Ballverluste. Dadurch entsteht halt auch das 1-0. Dann bekommen wir noch die rote Karte. Da muss ich aber der Mannschaft ein Lob aussprechen. Gute Moral gezeigt. War sehr, sehr schwer, hier dem 1-0 noch hinterherzulaufen in Unterzahl. Das haben wir dann echt gut gemacht, sind dann am Ende sogar stärker geworden und haben dann, wie ich finde, verdient das 1-1 gewonnen. Ja, es ist ein unbeschreibliches Gefühl, vor allem dann auch vor der Kurve das Tor zu machen. Ich war oft genug Balljunge hier im Stadion und insofern, da ist ein Traum in Erfüllung gegangen und ich bin überglücklich. Also ihr habt das gleiche hier schon mal in Giga Ulm gehabt, da war es weder aber ein bisschen besser. Heute war es schon echt ein bisschen zapfig, da braucht man dann schon ein bisschen, um auf Temperatur zum Thema, aber bin zum Glück ja nur relativ jung und da ist mir das nur, steckt mir das nur ein bisschen leichter weg. Ich muss sagen, dass ich die Situation von Kili noch nicht gesehen habe. Deswegen kann ich leider dazu keine Einschätzung abgeben. Und Leroy, ich glaube, dass Greile sogar noch dahinter ist. Deswegen ist für mich Leroy nicht der letzte Mann. Deswegen wäre es gut, nur gelb zu geben. Ich muss sagen, ich muss es mir nochmal anschauen, aber bei Leroy bin ich mir nicht sicher, ob man auf eine rote Karte gehen muss. Ich hätte gedacht, er ist nicht zwingend der letzte Mann und es kann noch jemand eingreifen. Insofern hätte aus meiner Sicht da vielleicht auch eine gelbe Karte gereicht. Und Kilis Aktion vorne habe ich gar nicht gesehen, leider. Boah, ich muss sagen, von hinten hat das brutal ausgeschaut. Also ich kann es nicht einschätzen, ob das ein Foul war oder ein Chorfoul war. Ich hoffe, dass beim Kili nichts Schlimmeres ist und dass er auf alle Fälle bald wieder fit ist und dass erst nichts passiert ist. Ich glaube, das spiegelt einfach den Willen der Mannschaft wieder, den wir in der Rückrunde allgemein an den Tag legen. Und man muss gegen Widerstände ankämpfen. Wir sind unten noch nicht komplett gerettet und deswegen tut uns der Punkt gut und macht Hoffnung, dass wir nächste Woche dann endlich das Ding so machen. Wie gesagt, also in der Kabine haben wir uns nochmal richtig aufgerappelt. War wichtig, dass wir da dann wirklich den Umschwung geschafft haben und gut aus der Kabine rausgekommen sind. Haben uns in jeden Zweikampf reingeschmissen, wirklich jeder Einzelne. Und insofern, das sagt über die Moral aus, dass wir eine gute Mannschaft sind und dann zusammen uns auch nochmal in so ein Spiel reinkämpfen können. Ja, war auf alle Fälle wichtig, dass wir einmal nach einem Rückstand, dass wir dann noch was mitnehmen. Vor allem gegen Saarbrücken, die jetzt die ganze Zeit oben dabei waren und nochmal einen Aufstieg spielen, das war auf alle Fälle ein Zeichen und ich glaube, das hat der Mannschaft ganz gut da und es ist ein geiles Gefühl, wie man dann mit so einem Punkt nur nach Hause geht.